Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jana und der Podcast. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen, guten Mittag oder auch einen guten Abend, wann auch immer ihr das hier gerade hört. Ich bin da mit einer neuen Folge, einem neuen, wie ich finde, spannenden Thema. Ich denke mal, ihr habt es schon in dem Folgentitel gelesen. Und ja, ich bin excited. Ich habe was vorbereitet. Aber wir lassen uns nicht lumpen und fangen erstmal mit meinen vorherigen Kategorien an. Die sind, glaube ich, auch relativ kurz. Mein Abfuck der Woche. Das ist einfach nur Armin Laschet. Ganz ehrlich, Armin Laschet als Person, alles ist an ihm. Ich finde ihn einfach fürchterlich. Und das war's mit meinem Abfuck der Woche. Sorry, das war jetzt echt kurz, aber ja, ich habe nicht mehr zu dieser Person zu sagen. Widmen wir uns den positiveren Dingen. Kommen wir zum Positive der Woche. In der letzten Woche habe ich ja über die Jahrhundertflut gesprochen und natürlich nach wie vor sieht es dort unten aus wie ein, ja, beinahe Kriegsgebiet, auf jeden Fall ein heftiges Krisengebiet. Aber das Positive, was ich so als außenstehende Person über diese ganze Situation sagen könnte, ich fühle mich nach wie vor nicht berechtigt, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie es diesen Menschen geht, die Familienangehörige verloren haben, Freunde, die all diesen Schmerz und Kummer live miterleben mussten. Aber ich muss sagen, ich habe zwei Reportagen gesehen. Ich glaube, einmal von Spiegel TV und einmal was anderes vom Öffentlich-Rechtlichen. Und es ist wirklich schön zu sehen, wie viele freiwillige HelferInnen dort vor Ort helfen und gesagt haben, komm, wir machen eine Fahrgemeinschaft, wir fahren dorthin, egal von wo aus Deutschland, dieser Zusammenhalt, diese Solidarität. Es ist einfach wirklich schön zu sehen, dass es noch wirklich gute Menschen gibt, weil gerade in den letzten Jahren habe ich zum Teil echt den Glauben an die Menschheit verloren, bei so einigen Dingen, die man so miterlebt. Und das ist jetzt einfach wirklich etwas Schönes zu sehen, dieser Zusammenhalt. Und ich habe, glaube ich, gestern auch noch einen kurzen Bericht gesehen, wo tatsächlich geflüchtete Menschen gesagt haben, so, wir müssen den Deutschen helfen, wir halten zusammen. Zum Teil waren die geflüchteten Personen auch selber betroffen, wenn sie in den Ortschaften gewohnt haben, die dann auch sagten, wir haben das alles schon einmal erlebt, unser Zuhause sah genauso aus. Es war wie ein Kriegsgebiet und wir müssen jetzt helfen. Wir müssen zusammenhalten und aufräumen und die Häuser, die noch stehen, renovieren und von Schlamm befreien und all sowas. Und das ging mir so ans Herz, weil das wirklich so eine, ja, Solidarität, so ein Zusammenhalt, so menschlich war. Und wenn man eine positive Eigenschaft aus diesem ganzen riesengroßen Haufen Scheiße ziehen will, ist das tatsächlich die freiwilligen HelferInnen und Menschen, die sich da engagieren und spenden, wie viele Spenden auch schon eingegangen sind, dass wir da, ja, als Land irgendwo mal zusammenhalten und irgendwie, ja, ganz anders agieren und uns untereinander unterstützen als sonst, finde ich. Also ich habe das Gefühl, Deutschland ist irgendwie sehr oft extrem gespalten und so eine Solidarität zu sehen und mitzubekommen, das ist wirklich schön. Daher das kleine Positive der Woche, was ich persönlich ein sehr großes finde, weil es ist nicht selbstverständlich, da so viele Leute das als selbstverständlich sehen und dort einfach hinfahren und helfen, auch wenn es nur für ein paar Tage ist. Das ist wirklich sehr schön. Für meinen Song Roast habe ich nichts und für meinen Song Hype habe ich einen Song, der ist jetzt, glaube ich, ein, zwei Wochen alt, also recht am Zahn der Zeit für meine Verhältnisse. Und zwar ist das von Lil Nas X, Industry Baby. Ich finde den Song einfach richtig geil, vor allem das Intro, wenn ich im Auto sitze und der Song läuft, fühle ich mich wie irgendwie eine Queen, die willkommen geheißen wird. Das ist so königlich. Und der Song ist einfach mega geil. Ich kann es nicht beschreiben, müsst ihr einfach mal reinhören. Was ich am ganzen Song, beziehungsweise an dem ganzen Drumherum am fast schon geilsten finde, ist einfach das Musikvideo. Gönnt euch das. Ich finde es so geil, weil Lil Nas X ist, ja, würde ich sagen, jetzt Rapper, Schrägstrich, Sänger. Also der kann auch gut singen. Und ist einfach richtig geil gegen Stereotypen. Also das ganze Musikvideo, ich gucke mittlerweile selten Musikvideos, aber das ist wirklich fast schon wie ein Film gewesen. Prison Break 2.0. Und ich fand es so geil, Lil Nas X spielt so richtig mit den Rollen. Also zum einen tanzt er, wie man im Stereotypischen sagen würde, sehr weiblich. In Anführungsstrichen, hören bitte.
Und in der zweiten Sekunde pumpt er auf einmal irgendwelche Gewichte und ist voll Klischee männlich. Und die ganzen Typen, die da im Gefängnis sitzen, haben pinke Overalls an. Und das ist, ach, keine Ahnung, ich feiere solche KünstlerInnen genauso wie Maneskin in der letzten Folge, die einfach diese Geschlechterrollen und Stereotypen brechen. Und dann ist das Lied auch noch so geil. Also hört es euch gerne mal an, beziehungsweise guckt es euch mit dem Musikvideo an von Lil Nas X Industry Baby. Und für meine Witchy Time habe ich in dieser Folge kein spirituelles Thema oder irgendwelche besonderen Rechercheaufwände betrieben. Es ist eher ein persönliches Thema, aber ich finde, diese ganze Witchy Time Kategorie ist ja auch mal so, also alles, was einen so interessiert und was einen mich vor allem zum Teil auch beschäftigt. Und das, was mich gerade sehr beschäftigt, ist auch der Grund, warum ich in meiner eigentlichen Recherchewoche gerade schon aufnehme. Es ist gerade Sonntag und eigentlich würde ich erst nächste Woche Dienstag, Mittwoch meine Podcast-Folge aufnehmen, aber ich bekomme meine Weisheitszähne entfernt und zwar Montag, also für mich morgen, wenn ihr das hört, habe ich sie schon draußen und mir geht's hoffentlich gut. Aber Leute, ich stehe seit einer Woche unter Strom. Meine Gedanken kreisen nur um diese scheiß OP, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob man das OP nennen kann, aber es ist auf jeden Fall bei einem Chirurgen, also für mich ist es eine OP. Und ich habe so eine Angst davor. Also ich gehe eh schon nicht gerne zum Zahnarzt, obwohl ich nie irgendwas Schlimmes an den Zähnen hatte. Ich hatte nie was. Dann habe ich eine Zahnspange bekommen, weil meine Zähne halt noch gerader hätten sein können, was auch okay ist. Und ich hatte nie irgendwie, manche Leute haben ja, keine Ahnung, sind anfällig für Karies oder haben öfter mal Löcher in den Zähnen oder müssen schon Zähne gezogen bekommen, Wurzelbehandlung, was weiß ich, all so ein Kram, den man mal hört. Sowas hatte ich noch nie, aber ich finde, Zahnarzt, das ist einer der unangenehmsten Arztbesuche, weil dieser Bereich, wo dieser Mensch arbeitet, ist einfach so empfindlich. Also ich denke mir so oft, oh, wenn die Person jetzt mit diesem Gerät, was auch immer es ist, einmal abrutscht, dann habe ich direkt eine klaffende Wunde im Mund oder so. Das ist einfach, weiß ich nicht, was anderes, als wenn man zum Hausarzt geht und irgendwie, weiß ich nicht, Schmerzen am Arm hat und die irgendwie oberflächlich sind, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber statistisch haben auch die meisten Menschen Angst vor Zahnärztinnen, weil das scheinbar so ein Ding ist irgendwie. Weil ja, der Mund ist halt einfach super, eine super empfindliche Körperstelle. Und ja, mir wurde schon seit Jahren eigentlich gesagt, dass meine Weisheitszähne mal raus müssten. Aber ich habe die OP immer so von mir hergeschoben, weil die Zähne waren bei mir auch noch lange unterm Zahnfleisch, also noch gar nicht rausgewachsen. Und da dachte ich halt natürlich erstmal abwarten, wenn die da sind, habe ich ja vielleicht doch noch genug Platz im Kiefer und die Zahnärztinnen vertun sich alle und haben es nicht richtig berechnet, warum auch immer. Man hat ja immer noch so ein bisschen Hoffnung. Aber seit, ich weiß gar nicht wie lange, 1-2 Jahren sind die Guten dabei, gerade rauszuwachsen, beziehungsweise sind schon rausgewachsen und haben leider nicht genug Platz, wie schon vorhergesagt. Ich meine, zum Glück habe ich von Natur aus nur 3 Weisheitszähne, das ist schon mal gut. Also ich habe nicht alle 4, die raus müssen. Also das heißt schon mal einer weniger, aber es sind mir trotzdem noch 3 zu viel, die ich habe. Und ja, also keine Ahnung, ich habe einfach furchtbare Angst und will die Scheiße einfach nur hinter mich bringen und ja, auf jeden Fall bekomme ich die Montag raus und ich habe keine Ahnung, wie es mir Dienstag und Mittwoch gehen wird. Entweder, was ich hoffe, ich habe gar keine Schmerzen, mir geht's super, yippie, oder mir geht's gar nicht gut und ich kann einfach in der Woche auch keinen Podcast aufnehmen, da kommt's auf meine Stimme an und ja, und dieses ganze bescheidene Thema habe ich diese Woche auch voll an meinem Schlaf bzw. Traumverhalten gemerkt. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich total gestresst bin und das irgendwie kompensieren muss. Und ich erinnere mich schon häufig an meine Träume, aber eher phasenweise, mal mehr, mal weniger. Und in dieser Woche habe ich teilweise 2 bis 3 verschiedene Träume in einer Nacht gehabt, was auch nicht so häufig vorkommt. Und das waren dann auch noch so Träume, die sich so super real angefühlt haben. Also als wäre das alles echt. Und wenn ich aufgewacht bin, war ich immer im ersten Moment richtig glücklich, dass das nur ein Traum war, weil ich das wirklich nicht von der Wirklichkeit unterscheiden konnte. Und bei einem Traum explizit habe ich gemerkt, dass das einfach irgendwie die Verarbeitung meiner Gefühle zu dieser Weisheitszahn-OP waren. Und zwar habe ich geträumt, dass ich aus Neugier bzw. aus Recherchezwecken, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, mir kam es so vor, als wollte ich für warum auch immer für meinen Podcast recherchieren. Auf jeden Fall bin ich dazu so einer Drogenberatungsstelle gegangen, weil ich wissen wollte, wie das so abläuft und keine Ahnung, wie da dieses Retreat oder wie sagt man das? Rehab, Deutsch, Jana? Entzug, wieder so ein Entzug oder diese Hilfen aussehen, wie die Menschen da behandelt werden. Und ich wollte jemanden von dieser Beratungsstelle interviewen und auch sozusagen mich
beraten lassen. Also so, als hätte ich ein Drogenproblem oder ein Substanzenproblem, wie man es nennen möchte. Und die beraten mich dazu, in welche die nächsten Schritte wären. Und dann hätte ich noch Interviewfragen gestellt, so in dem Rahmen. Und dann bin ich da reingegangen und sollte mich in so einen Flur setzen mit so ganz vielen Klappstühlen, wo auch schon ganz viele andere Menschen saßen. Und dann kam so ein Sozialarbeiter, der dann meinte, so, Rucksäcke und alle so persönlichen Gegenstände wie Handys, Geldbörsen und so weiter werden hier einmal abgegeben. Und dann beginnt das zweiwöchige Entzugsprogramm. Und ich bin dann direkt zu diesem Sozialarbeiter gegangen. Ich meinte so, Moment, stopp. Ich bin nicht abhängig von Substanzen oder Ähnlichem. Ich wollte hier nur eine Beratung bzw. ein Interview, um Informationen zu ihrem Programm zu erhalten für meine Recherche. Dann nimmt mich der Typ so zur Seite, so richtig eklig, auch finde ich übergriffig. Das war so ein, ich weiß nicht, mittelalter, verschwitzter Typ. Packt so die Hand auf meinen Rücken, zieht mich so zur Seite und sagt, Frau Piep, das sagen alle am Anfang. Glauben Sie mir, das wird Ihnen gut tun. Und ich bin dann direkt laut geworden und habe ihm gesagt, dass ich kein Problem mit irgendwelchen Substanzen habe und auch nicht abhängig bin und dieses Programm oder was auch immer es ist, nicht brauche. Ich habe hier nichts unterschrieben und will sofort meinen scheiß Rucksack zurück. Ansonsten schalte ich hier meinen Anwalt ein. Und dann konnte ich auch zum Glück meinen Rucksack von der Anmeldung da holen und bin gegangen. Und das war der Traum. Und ich dachte mir so, was ist das denn jetzt, ey? Also zum Glück bin ich da noch entkommen und nicht in dieses Entzugsprogramm gesteckt worden, obwohl ich gar kein Problem habe. Und nach dem Aufwachen bin ich den Traum nochmal so durchgegangen und dachte mir, oh mein Gott, das hat sowas von mit dieser blöden OP zu tun. Weil in echt ist es so, dass ich in der Chirurgie, bei der ich jetzt meine Zähne entfernen lasse, man diese Beratung und OP in einem hat. Also man hat dann erst, keine Ahnung wie lange, Viertelstunde oder sowas, die Beratung, was wahrscheinlich gemacht wird, wie viele Zähne, bla bla bla. Und danach geht es direkt los mit der OP. Und das war für mich im echten Leben schon so ein bisschen, okay, ich dachte, man hat erst eine Beratung und vielleicht eine Woche später die OP. Warum ist das so ein Eins? Das ist irgendwie ein bisschen stressig, Hilfe. Ich habe das irgendwie kompensiert in meinem Traum, dass das dann nicht irgendeine Ärztin war, sondern halt bei dieser Drogenberatungsstelle und ich da keine Beratung oder sowas hatte, sondern direkt los musste und mich da noch rauswinden konnte. Ganz bescheuert, also ich weiß auch nicht, naja. Ich habe mir jetzt noch versucht, ein paar Sachen im Internet rauszusuchen, die man bei akuten Angstsituationen machen kann. Ich denke mal, die werde ich heute Abend, außer ich bin entspannt, aber vor allem morgen vor der OP machen, sowas wie progressive Muskelentspannung. Ich werde mich von meinen Eltern ablenken lassen und versuche, mir gut zuzureden. Hat bisher zwar nicht gut geklappt, aber vielleicht schaffe ich es ja morgen. Drückt mir die Daumen, Leute. Also wenn wir uns das nächste Mal hören, besitze ich keine Weisheitszähne mehr. Yay! Und mir geht's hoffentlich gut und ich bin nicht für den Rest meines Lebens geschädigt. Ja, okay. Ich glaube, das war das Persönlichste, was ich je in diesem Podcast erzählt habe. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was einige Menschen nachvollziehen können, weil meistens werden die Weisheitszähne irgendwann raus müssen von Menschen und viele Leute haben Angst vor solchen Eingriffen und ja, ihr seid nicht alleine da draußen. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn sie draußen sind, werde ich euch erzählen, wie es war, wie es mir ergangen ist und ja, ich will jetzt gerne mit den Themen weitermachen, weil bis jetzt konnte ich es heute noch ziemlich gut verdrängen und jetzt spreche ich wieder drüber und habe Angst. Deswegen fangen wir an mit dem eigentlichen Thema der Folge, die ungelösten Rätsel unserer Erde. Ich habe schon hier und da mal von bestimmten Themen oder ungelösten Rätseln gehört und finde das immer super spannend und interessant. Ich hatte da aber irgendwie keinen Namen für. Habe mich jetzt für diesen entschieden. Und hier geht es einfach um Objekte oder Bauten, was auch immer von früheren Kulturen, die man bis heute nicht identifizieren kann, beziehungsweise nicht weiß, was es ist, was es genau zu bedeuten hat, wie bestimmte Sachen gemacht wurden. Das finde ich so interessant, weil wir mittlerweile ja eigentlich mit unserer Forschung so weit sind und so viele Sachen können, aber es immer noch ungelöste Rätsel gibt. Und ja, ich habe euch da heute mal drei rausgesucht. Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, dass es hier noch 2 bis 3 weitere Folgen geben kann, weil es gibt wirklich tatsächlich echt noch einige. Ich dachte, es wären weniger, aber ich finde es super spannend. Deswegen fangen wir an mit dem ersten Rätsel, das Voynich-Manuskript. Das rund 100 Seiten umfassende Voynich-Manuskript wurde nach dem polnischen Revolutionär, Buchsammler und Antiquar Wilfried Michael Voynich benannt, der das Manuskript im Jahr 1912 kaufte. Sprache und Schrift des Schriftstückes, das einst im Besitz des Kaiser Rudolf II. War, konnten bislang von keinen KryptologInnen, HistorikerInnen bzw. ExpertInnen entschlüsselt werden. Einige der illustrierten Bereiche des Buches erinnern an botanische und anatomische Abbildungen. Laut WissenschaftlerInnen ist das Manuskript zwischen 1404 und 1438 entstanden. Besitzer der geheimnisvollen Schrift ist derzeit die
Beinecke-Bibliothek der US-amerikanischen Yale-Universität. Ein kleiner spanischer Verlag hat indes das Recht auf den Nachdruck der Schrift erworben. Die geplante Neuauflage soll zwischen 7.000 und 8.000 Euro pro Buch kosten. Fangen wir erstmal an mit der ganzen Geschichte rund um dieses Manuskript. 1962 datierte ein ExpertInnen-Team die Handschrift aufgrund von Material und Schreibstil auf etwa 1500 nach Christus. Die Folge der VorbesitzerInnen konnte jedoch bislang nur lückenhaft und nicht mit Sicherheit ermittelt werden. Da der Inhalt bisher nicht entschlüsselt werden konnte, stützt die Datierung des Manuskripts sich lediglich auf die Illustrationen. Aufgrund der Hinweise aus Kleidung und Haartracht sowie einiger weiterer Anhaltspunkte wird das Manuskript von den meisten ExpertInnen in den Zeitraum zwischen 1450 und 1520 datiert. Erst 2009 wurden an Instituten in Chicago und Arizona kleinste Proben von 4 verschiedenen Seiten untersucht. In einer Radiokarbonanalyse konnte das Alter des verwendeten Pergaments mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Zeitraum zwischen 1404 und 1438 bestimmt werden. Vermutlich sind alle Seiten gleichen Ursprungs. Ferner haben ExpertInnen des McCrone Forschungsinstituts Chicago festgestellt, dass die Tinte nicht wesentlich später aufgetragen wurde. Details in den Illustrationen, insbesondere die Schwalbenschwanzzinnen, ließen RedakteurInnen einer ORF-Sendung eine Entstehung der Handschrift in Oberitalien vermuten, da diese Zinnenform in der fraglichen Zeit nur dort belegt sei. Die Frührenaissance Norditaliens war auch eine Hochburg der frühneuzeitlichen Universalität. GelehrtInnen und der Kryptologie. Aus dem kaum leserlichen und wohl nicht eigenhändigen Namenseintrag Jacobja de Penes auf der ersten Seite des Manuskripts lässt sich, falls sie echt ist, schließen, dass der böhmische Hofpharmazeut Jakob Hoczyki Tepens, sorry Leute für diese Aussprache, das Exemplar zur Lektüre in Händen hatte oder sogar sein Eigentümer war. Da schon sein Adelstitel verwendet wird, müsste dieser Eintrag erst nach 1608 entstanden sein. In einem mit dem Manuskript gefundenen Brief schreibt dessen vermeintlicher Verfasser, der spätere Besitzer Johannes Marcus Marcy, um jeden Zeitpunkt sei Rudolf II. Von Habsburg, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Gerüchten zufolge Besitzer dieses Manuskripts gewesen. Nachdem er es für die damals hohe Summe von 600 Dukaten einem unbekannten Händler in abgekauft habe. Entweder war Jakub Horczycki dieser Händler oder, und diese Theorie gilt als wahrscheinlicher, das Manuskript wurde ihm von Rudolf II. Für weitere Analysen anvertraut, da er als erfolgreicher Chemiker und Pharmazeut bekannt war. Marcy berief sich bei dieser Geschichte auf seinen Freund Raphael Misowski, ein Rechtsanwalt und Dichter, der unter Rudolf II. An den Prager Hof gekommen war, wo er den späteren Kaiser Ferdinand II. Unterrichtete. Marcy berichtete auch, Kaiser Rudolf habe geglaubt, der Autor des Manuskripts sei der franziskanische Universalgelehrte des 13. Jahrhunderts, entweder Roger Bacon oder Roger Bacon, gewesen. Sorry Leute, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Der nächste bekannte Besitzer war nach dem Begleitbrief der böhmische Gelehrte und Alchemist Georg Baresch, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Prag lebte. Baresch hatte versucht, den Text zu entschlüsseln, war jedoch damit gescheitert. Er wandte sich daher an Athanasius Kircher, einen jesuitischen Universalgelehrten und seinerzeit eine Berühmtheit, dem es angeblich gelungen war, die Hieroglyphenschrift der alten Ägypter zu lesen. Dass die kirchersche Lesung völlig irrig war, stellte sich erst nach der erfolgreichen Entschlüsselung der Hieroglyphen durch Champollion heraus. Zu seiner Zeit galt Kircher jedoch als Kapazität im Dechiffrieren rätselhafter Texte, weshalb Baresch ihm eine Kopie der Manuskripttexte zusammen mit der Bitte um seine Expertise zusandte. Kircher scheint darauf jedoch nie reagiert zu haben. Der erste Brief Baresch scheint verloren, ein weiterer Brief Baresch an Kircher vom 27. April 1639 konnte jedoch von René Zannenbergen im Archiv der Korrespondenz Kirchers gefunden werden. Als nächster Besitzer erbte der bereits erwähnte Johannes Marcus Marcy oder Marcy das Manuskript von dem mit ihm befreundeten Baresch. Marcy war der Autor des Manuskripts beigelegten Briefes an Kircher, in dem er Kircher erneut bei der Entschlüsselung der Geheimschrift bat. Zu diesem Zweck wollte er diesmal keine Kopie senden, sondern das Manuskript selbst. Es ist jedoch nicht belegt, dass das Manuskript je in Kirchers Hände gelangte, denn in keinem
der von Kirchers Tod angefertigten Kataloge über seinen wissenschaftlichen Nachlass wird etwas von jenem Manuskript erwähnt. Was in den über 200 Jahren zwischen 1666 und 1870 mit dem Manuskript geschah, ist bislang unbekannt. Da es, nach Aussage Voynichs, Teil der Bibliothek des Jesuitenordens war, kann vermutet werden, dass das Manuskript sich zusammen mit dem Nachlass Kirchers im Besitz des Jesuitenordens befand, also zunächst der Bibliothek des Collegium Romanum, heute die päpstliche Universität Gregoriana, gehörte. Dort blieb es vermutlich, bis der Kirchenstaat im Zuge des Risorgimento von den Truppen Viktor Emanuels II. 1870 annektiert wurde und kirchliches Eigentum von Konfiskation bedroht war. Die Bestände der päpstlichen Universitätsbibliothek wurden eilig den MitgliederInnen der Fakultät übertragen, da privater Besitz nicht vom Zugriff des italienischen Staats bedroht war. Darunter befand sich auch der Nachlass Kirchers, der von dem damaligen Ordensgeneral Pierre-Jean Beck übergeben wurde. Das Voynich-Manuskript gehörte ausweislich eines Ex-Libris von Becks zu diesem Bestand. Becks Privatbibliothek ging schließlich in die Bücherbestände des 1865 gegründeten Jesuitenkollegs Nobile Collegio Mondragone in der Villa Mondragone bei Frascati ein. Kommen wir nun zum Umfang und der Foliierung des Manuskripts. Das Voynich-Manuskript hat die Form eines Kodex, also eines Buches, das aus mehreren Lagen von Pergamentblättern zusammengeheftet ist. Das Manuskript bestand ursprünglich aus mindestens 20 Lagen, von denen zwei heute leider verloren sind. Die meisten Lagen sind Quaternionen, umfassten also ursprünglich 8 Blätter, entsprechend 16 Seiten. Diese Blätter wurden vermutlich später mit einer handschriftlichen Zählung, Foliierung, versehen, die von 1 bis 116 läuft. Ausgehend von dieser Foliierung kann ein seither eingetretener Verlust von Lagen und Blättern festgestellt werden. Zum heutigen Zeitpunkt besteht der Kodex nicht mehr aus 116, sondern nur noch aus 102 Blättern. Verweise auf Teile des Manuskripts beziehen sich im Allgemeinen auf die alte Blattzählung und das Manuskript ist in Pergament gebunden und der Einband trägt weder Titel noch Autorenvermerk, weswegen erst recht keiner weiß, von wem und von wo es ist. Die Gliederung. Da der Text nicht gelesen werden kann, lässt sich eine Gliederung des Inhalts nur auf die Art der Illustrationen stützen. Das Manuskript enthält eine große Zahl von Abbildungen, die in Tinte ausgeführt und nachträglich koloriert wurden. Die Abbildungen entstanden offenbar von der Niederschrift des Textes, der sich der Form der Abbildungen anpasst und sie umfließt. Vermutungen über den Inhalt der Abschnitte sind insofern mit Unsicherheiten behaftet, als der kontextuell ideengeschichtliche Hintergrund unsicher bis unbekannt ist. Die Abbildung eines Löwen in einem Buch über Tierkunde ist beispielsweise ganz anders zu deuten als in einer Sammlung von Fabeln oder von einem alchemistischen Werk. Der sogenannte balneologische Abschnitt etwa enthält zahlreiche Abbildungen nackter Frauen in Wannen, die durch komplexe Röhrensysteme miteinander verbunden sind, also die Wannen und nicht die Frauen. Je nach Kontext können hier dargestellt sein schlicht badende Frauen oder menschliche Fortpflanzungsorgane oder weinkelternde Frauen oder Seelen auf Wanderschaft oder etwas ganz anderes. Also es ist sehr viel Interpretationsspielraum. Entsprechend der offensichtlichen Gruppierungen einander ähnlicher Illustrationen wird das Manuskript üblicherweise in folgende Abschnitte gegliedert. So, jetzt fangen wir mal an. Nummer 1, die kräuterkundliche Sektion. Dieser Abschnitt enthält vorwiegend ganzseitige Abbildungen einzelner Pflanzen, die zwar uns bekannten Pflanzen ähneln, sich jedoch häufig durch entscheidende Details von diesen unterscheiden. Einige Abbildungen erscheinen als größere und genauere Versionen von Abbildungen aus dem Abschnitt Pharmazie. Die Gestaltung der Seiten entspricht der von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kräuterbüchern bekannten Gestaltung. Nummer 2. Die astronomische Sektion. Hier sind ganzseitige kreisförmige Diagramme mit Sonne, Mond und Sternen abgebildet. Abgesehen von der Beschriftung der Diagramme enthalten die Seiten nur wenig Text. Eine Folge von 12 Seiten stellt offenbar Tierkreiszeichen dar. Im Zentrum befindet sich eine das jeweilige Tierkreiszeichen darstellende Abbildung, die umgeben ist von konzentrischen Ringen, auf denen sich je einen Stern haltende Frauen im Uhrzeigersinn bewegen. Teilweise sitzen die Frauen in Bottichen oder Fässern, teilweise sind sie nackt. Die Folge der Sternzeichen beginnt mit Fische, statt wie üblich mit Widder. Darüber hinaus sind die Zeichen Widder und Stier zweimal repräsentiert. Die Darstellung der Sternzeichen Wassermann und Steinbock fehlen und befanden sich vermutlich auf dem fehlenden Blatt 74. Nummer 3.
anatomisch-balneologische Sektion. Der sowohl rätselhafteste als auch faszinierendste Abschnitt des Manuskripts stellt auf fast jeder Seite Gruppen nackter Frauen mit gewölbten Bäuchen dar, die in Becken oder Wannen sitzen, die durch Leitungen oder Röhren verbunden sind. Diese Leitungen münden häufig in teils organisch, teils mechanisch wirkenden End- und Verbindungsstücken. Diese Ambivalenz führte dazu, den Inhalt des Abschnitts sowohl mit anatomischen Gegenständen, zum Beispiel der menschlichen Reproduktion, zu verknüpfen, als auch dem Augenschein folgend, ihn schlicht als bäderkundlichen Abschnitt zu bezeichnen. Also bäderkundlich, balneologisch. Der balneologisch ist der wissenschaftlichere Begriff. Viertens, die kosmologische Sektion. Die Bezeichnung dieses Abschnitts ist eher eine Verlegenheitsbezeichnung. Sie rührt von der oberflächlichen Ähnlichkeit der Abbildungen mit jenen aus der astronomischen Sektion her. Es handelt sich um kreisförmige, rosettenähnliche Darstellungen, die von teils umfangreichem Textmaterial begleitet sind. Besonders bekannt ist die sogenannte Rosettenseite, die auseinandergefaltet eine quadratische Anordnung von 9 miteinander verbundenen Rosetten zeigt. Fünftens, pharmazeutische Sektion. Zu sehen sind Abbildungen von Pflanzen und Pflanzenteilen mit Beschriftungen sowie von Gefäßen, die an von ApothekerInnen verwendete Behältnisse erinnern, versehen mit einigen kurzen Texten. Vor allem wegen der bunten Gefäße wurden in diesem Abschnitt pharmakologische Inhalte vermutet. Nummer 6. Rezepte und Schlüssel. Hier sind kurze Textabschnitte ohne Illustration zu finden, die jeweils mit einem Sternsymbol eingeleitet werden. Man hat vermutet, insbesondere da diese Sektion auf die pharmakologischen Seiten folgt, dass es sich um Rezepte für Medikamente oder sonstige kurzgefasste Vorgehensanweisungen handelt. Auf der letzten Seite befindet sich der sogenannte Schlüssel, ein dreizeiliger Text bestehend aus Zeichen, die einem im 15. Jahrhundert in Deutschland verwendeten Schrifttyp ähneln. Dieser kurze Text diente Newbold als Einstieg für seinen Entschlüsselungsversuch. Er enthält angeblich den Namen Roger Bacons in Form eines Anagramms. Also das scheint dann wahrscheinlich nicht der Ursprungstext von den wirklichen ErschafferInnen dieses ganzen Manuskripts zu sein. Kommen wir zum Text und zum Alphabet. Die Gestalt des Textes als solche erscheint nicht ungewöhnlich. Geschrieben wurde von links nach rechts, was an dem etwas unregelmäßigen rechten Rand erkennbar ist. Die einzelnen Schriftzeichen sind durch kleine Zwischenräume voneinander abgehoben. Durch größere Zwischenräume gliedert der Text sich in Wörter, in Anführungsstrichen, und es ist bei längeren Textsequenzen so etwas wie eine Absatzgliederung zu erkennen. Der Schriftduktus scheint flüssig, als wäre der die SchreiberInnen in Sprache und der Schrift des Manuskripts geübt gewesen, im Gegensatz zu den beim Abmalen der Zeichen einer unbekannten Schrift üblichen Unsicherheiten. Das Fehlen von Korrekturen ist ein Indiz dafür, dass eine Vorlage des Textes existierte, von der abgeschrieben wurde. Nach den Untersuchungen von Prescott Currier in den 1970er Jahren lassen sich zwei oder mehrere SchreiberInnen und Schriftstile unterscheiden. Neuere Analysen stellen die Richtigkeit dieser Beobachtung in Frage. Ein anderer Handschriftexperte, der das Manuskript in Augenschein nahm, konnte nur eine Hand erkennen: das Voynich-Alphabet. Der Text insgesamt umfasst etwa 170.000 einzelne Glyphen. Ich musste kurz recherchieren, weil Glyphen habe ich noch nie gehört, ich kenne nur Hieroglyphen. Die Glyphe ist die grafische Darstellung eines Schriftzeichens innerhalb eines Schriftschnitts. Ergo, einem Buchstaben, einer Zahl, ein Sonderzeichen oder eine Ligatur. Was ist eine Ligatur? Das wusste ich nämlich auch nicht. Unter Ligatur versteht man in der Typografie die Verschmelzung zweier oder mehrerer Buchstaben. Man verwendet Ligaturen zur Vermeidung von optischen Lücken im Schriftbild. Das steigert die Lesbarkeit des Textes und das verbessert das Erscheinungsbild. So, also 170.000 einzelne Glyphen. Da bei manchen Glyphen nicht klar ist, ob sie Repräsentationen eigenhändiger Zeichen oder Ligaturen mehrerer Zeichen sind und ob Variationen einzelner Glyphen unterschiedliche Zeichen repräsentieren, damit ist gemeint, wie zum Beispiel die 1 und das L in der lateinischen Schrift sehen sich sehr ähnlich, oder ob es sich um Formvarianten eines Zeichens handelt, wie zum Beispiel Buchstaben in unterschiedlichen Schriftarten, die können ja auch mal ganz unterschiedlich aussehen. Kann das dem Voynich-Text zugrunde liegende Alphabet nicht mit Sicherheit bestimmt werden.
Insgesamt scheint der Text mit einem Alphabet von 20 bis 30 Zeichen weitestgehend dargestellt werden zu können. Also sehr ähnlich eigentlich unseres Alphabets. Im Zusammenhang mit der Frage nach dem Voynich-Alphabet stand das Problem der Transkription des Textes. Insbesondere eine Untersuchung des Textes mithilfe von Computern setzte eine möglichst adäquate Kodierung der Voynich-Zeichen voraus. Erste Ansätze in dieser Richtung wurden von William und Elizabeth Friedman und ihren Arbeitsgruppen unternommen. In Folge haben sowohl Bennett an der Yale University als auch Prescotti Currier eigene Alphabete und Transkriptionsschemata entwickelt. Auf dem Voynich Symposium von 1976 wurde von Mary DePemerio eine Vereinheitlichung der Transkription vorgeschlagen, woraufhin man sich auf das von Currier entwickelte Schema einigte. Es zeigt sich aber, dass dieses Alphabet bei der Darstellung seltener Zeichen und von Ligaturen noch zu wünschen übrig ließ. Dementsprechend wurden neue Alphabete entwickelt, als erstes das von Jacques Guy vorgeschlagene Frog-Guy-Alphabet. Mittlerweile hat sich aufgrund eines breiten Konsenses das sogenannte EVA, EVA, European Voynich Alphabet, etabliert. Zu diesem Alphabet wurde auch eine entsprechende Computerschrift, EVA Hand 1, entwickelt, mit der die Darstellung transkribierter Voynich-Texte auf dem Computer vereinfacht wird. Kommen wir zum Unterabschnitt Wörter, in Anführungsstrichen. Man kann es ja nach wie vor nicht genau sagen. Der Text des Manuskripts enthält nämlich ca. 35.000 Wörter. Diese Wörter weisen phonotaktische Charakteristika ähnlich denen einer natürlichen Sprache auf. Was heißt phonotaktisch? Ich habe ehrlich gesagt keine verständliche Erklärung gefunden. Das hat auch alles mit diesen Schriften zu tun, aber ich glaube, es hat etwas mit der Betonung zu tun. Also im Deutschen gibt es ja auch Beispiele wie jetzt jemanden umfahren, also ihn nicht berühren, oder jemanden umfahren, und zwar nämlich ihn berühren und umfahren halt. Also wie gesagt, das ist wirklich jetzt keine Gewähr, keine Garantie. Ich habe es nur ehrlich gesagt nicht verstanden, weil diese ganzen Erklärungen so fachlich waren und mit anderen Wörtern, die ich nicht kenne, beschrieben wurden. Von daher lassen wir es erstmal dabei. Aber ja, ein paar Charakteristika wurden hier entdeckt. Und zwar lässt sich eine Teilmenge von Zeichen ausmachen, aus der ein oder mehrere Zeichen in jedem Wort erscheinen, also analog zu Vokalen. Und manche Kombinationen von Textzeichen erscheinen nie. Die statistische Analyse des Textes offenbart weitere Ähnlichkeiten mit natürlichen Sprachen. Zum einen die Worthäufigkeit gehorchen dem Zipf'schen Gesetz. Sorry Leute, da habe ich auch nichts Vernünftiges zugefunden. Bitte informiert euch selber zum Zipf'schen Gesetz. Vielleicht versteht ihr es ja. Außerdem die Wortentropie gleicht mit ca. 10 Shannon pro Wort, der von Latein oder Englisch. Leute, ich habe Wortentropie und Shannon und so gegoogelt, aber da kamen irgendwelche Wikipedia-Einträge mit irgendwelchen mathematischen Formeln und keine Ahnung was. Also ich habe nur die ganze Zeit sowas gelesen wie Informationsgehalt. Ich weiß nur nicht, wie man den halt herausfindet bei einer Sprache, die man nicht kennt. Aber okay. Und manche Wörter erscheinen nur auf bestimmten Seiten oder in bestimmten Sektionen. Andere kommen überall im Text vor. Insbesondere weisen die Beschriftungen der Abbildungen nur sehr wenige Wiederholungen auf. Und in der kräuterkundlichen Sektion erscheint das erste Wort jeder Seite nur auf dieser Seite. Vielleicht der Name der betreffenden Pflanze. Andere Eigentümlichkeiten des Voynich-Textes finden sich jedoch in europäischen Sprachen nirgends. Zum Beispiel gibt es kaum Wörter mit mehr als 10, aber auch kaum welche mit weniger als 3 Zeichen. Weiter kommen anscheinende initiale und finale Buchstabenformen vor, also Sonderformen von Zeichen am Wortanfang und Ende, wie sie im semitischen Sprachen gebräuchlich sind. Und schließlich erscheinen unmittelbare Wiederholungen des gleichen Wortes oder kleinere Varianten mit ungewöhnlicher Häufigkeit. Kommen wir nun zu den Theorien zu diesem ganzen Manuskript. Theorie Nummer 1. Möglicherweise hat der die UrheberInnen des Manuskripts einen kürzeren Text, zum Beispiel von 50.000 Buchstaben, in eine unbekannte Schrift übertragen und das Resultat zu den 170.000 Buchstaben ausgeweitet, die er oder sie schließlich niederschrieb. Eine derartige Verschlüsselung ist auch mit modernen Methoden schwer zu knacken. Theorie Nummer 2. Eine weitere Theorie stammt vom US-Kryptologen William Friedman. Dieser gilt zwar als erfolgreichster Codeknacker aller Zeiten, doch zum Voynich-Manuskript konnte er der Nachwelt nicht mehr als eine begründete Vermutung hinterlassen.
Diese lautete, dass der Text eine in einer Kunstsprache verfasste und anschließend verschlüsselte Abhandlung ist. Allerdings gibt es bisher keinen konkreten Verdacht, wie die zugrunde liegende Kunstsprache ausgesehen haben könnte. Und Theorie Nummer 3, die dritte und wohl wahrscheinlichste Theorie besagt, dass das Voynich-Manuskript gar keinen sinnvollen Text enthält. Auf diese Schabernack-Theorie deuten Arbeiten des britischen Linguisten Gordon Ruck und des österreichischen Physikers Andreas Schinner hin. Während die Schulwissenschaft noch rätselt, haben bereits mehrere Personen behauptet, das Geheimnis des Voynich-Manuskripts gelüftet oder zumindest wichtige Entdeckungen gemacht zu haben. Hier eine kurze Auswahl. Der US-Philosoph William Newbold verkündete 1921, das Manuskript gelöst zu haben. Er hielt nicht die Buchstaben an sich für relevant, sondern kleine, kaum sichtbare Markierungen, die scheinbar daran angebracht waren. Newbolds These wirkte jedoch reichlich konfus und konnte sich daher zu Recht nicht durchsetzen. 1943 veröffentlichte der Rechtsanwalt Joseph Feely eine vermeintliche Lösung der Voynich-Verschlüsselung. Ihm zufolge ist das Manuskript in lateinischer Sprache verfasst und enthält zahlreiche Abkürzungen sowie gekürzte Sätze. Feelys angebliche Übersetzung eines kleinen Abschnitts ließ sich jedoch nicht auf den Rest des Manuskripts übertragen. Robert Brimborg, ein Professor für Philosophie des Mittelalters, behauptete, die unlesbaren Buchstaben im Manuskript seien eigentlich Ziffern, denen jeweils mehrere Buchstaben des lateinischen Alphabets zugeordnet sind. Allerdings ergaben von ihm vorgelesene Entschlüsselungen keinen erkennbaren Sinn. Der Arzt Leo Levitov behauptete ebenfalls, den Voynich-Text entschlüsselt zu haben. Seiner Meinung nach ist das Buch in einem alten Flämisch verfasst, in das deutsche und französische Wörter einflossen. Allerdings basierte Levitovs Veröffentlichung fast nur auf spekulativen Annahmen und liefert keine Beweise. Der Brite Nick Pelling sieht den italienischen Architekten Antonio Averellino als Voynich-Autor. Seine These ist jedoch nicht durch harte Fakten belegt. Der Buchautor Eckhard Landmann fand 2005 nach eigenen Angaben auf den ersten Blick die Lösung des Voynich-Manuskripts. Seiner Ansicht nach sind die seltsamen Voynich-Zeichen undeutlich geschriebene Buchstaben. Leider hat Landmann bisher keine detaillierten Beschreibungen seiner Theorie veröffentlicht, geschweige denn eine Klartextversion des Manuskripts. Der bekannte Autor und Präastronautiker Erich von Däniken äußerte sich ebenfalls zum Voynich-Manuskript. Er sieht eine mögliche Verwandtschaft zu dem Buch Henoch. Oder Enon, keine Ahnung, wie man es ausspricht, lieferte jedoch keine Lösung oder weitere führende Erklärungen. Nach fast 100 Jahren Voynich-Manuskriptforschung bleibt also nur die Erkenntnis, dass fast alle zentralen Fragen zu diesem Thema ungelöst sind. Das Voynich-Manuskript gilt daher als das bedeutendste Verschlüsselungsrätsel überhaupt. Dies ist zuletzt deshalb erstaunlich, weil die meisten anderen ungelösten historischen Verschlüsselungen aus dem 20. oder 21. Jahrhundert stammen. Zu dieser Zeit standen bereits vergleichsweise moderne Verschlüsselungsmethoden zur Verfügung. Die wenigen Ausnahmen enthalten deutlich weniger Text als das Voynich-Manuskript und bieten deshalb wenig Angriffspunkte für die Entzifferung. Ein mutmaßlich 500 Jahre altes, in Gänze verschlüsseltes und ungelöstes Buch ist daher absolut einzigartig. Oh, Leute, das war ganz schön viel Input. Ich gebe es zu, ich fand es auch nicht ganz easy, Pupisi zu verstehen. Aber ich finde es so ultra spannend. Ich würde euch absolut empfehlen, das mal zu googeln. Also Voynich schreibt man V-O-Y-N-I-C-H. Und Manuskript solltet ihr wohl schreiben können, denke ich mal. Ansonsten wird es wahrscheinlich auch direkt vorgeschlagen. Und dieses ganze Manuskript, das sieht wirklich so interessant aus. Und die Schrift, also auf den ersten Blick fand ich, sah es ein bisschen aus wie arabische Schrift. Aber ist das natürlich nicht, weil sonst hätte man es ja schon lange entschlüsseln können. Aber diese ganzen Zeichnungen und wenn das, also ich frage mich wirklich, ist das von 1400? Weil dann ist es ja jetzt nicht so heftig alt, sage ich mal, aber schon ganz schön alt. Aber ich finde es so krass, weil wir sind mit der Forschung mittlerweile so weit und wissen bis heute nicht, was genau drin steht, können nur durch die Zeichnungen bzw. Abbildungen, die darin gemacht wurden, grob bestimmen, was in diesem Kapitel oder so besprochen wird oder beziehungsweise geschrieben steht. Oh, ich liebe solche Themen, ich finde das so spannend und ich hoffe, dass das Rätsel noch in meiner Lebenszeit gelöst wird, weil, ich weiß nicht, ich habe das schon vor ein paar Jahren gehört, dass es das gibt von seiner Existenz, wusste ich schon länger und bis heute gibt es halt immer noch keinen Riesendurchbruch, obwohl wir so krasse moderne Technik haben, aber wer weiß, vielleicht haben wir bald das Computersystem, was das irgendwie entschlüsseln kann, wie auch immer.
aber ich finde es super spannend. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne auf Instagram. Jana und der Podcast, alles klein und zusammen. Eigenwerbung. Oder, keine Ahnung, schreibt es mir nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Ich kann es euch empfehlen zu googeln. Ich versuche es auch auf Instagram zu posten, zumindest ein, zwei Seiten von dem Manuskript passend zur Folge, dass man auch da mal sehen kann, wie es aussieht. Ich finde es super spannend. Und ja, ich hoffe, dass dieses Rätsel irgendwann gelöst wird. Kommen wir zum zweiten ungelösten Rätsel. Von dem habt ihr 100% alle schon mal gehört. Ich glaube, niemand hat noch nicht davon gehört. Und zwar die Pyramiden von Gizeh. Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten gehören zu wohl den bekanntesten und ältesten erhaltenen Bauwerken der Menschheit. Sie stehen am westlichen Rand des Niltals, etwa 8 Kilometer südwestlich der Stadt Gizeh. Sie sind rund 15 Kilometer vom Kairoer Stadtzentrum entfernt und sind das einzige erhaltene der 7 Weltwunder der Antike. Sie zählen seit 1979 zum Weltkulturerbe. Die größte und vermutlich bekannteste Pyramide ist die des Pharao Cheops. Er regierte etwa um 2620 bis 2580 vor Christus. Die Cheops-Pyramide war ursprünglich 146,6 Meter hoch, heute ist sie 138,75 Meter hoch. Die Seiten sind im Mittel 230,3 Meter lang. Sie wurden aus rund 3 Millionen Steinblöcken errichtet, deren durchschnittliches Gewicht je bei 2,5 Tonnen liegt und war komplett mit Kalksteinblöcken verkleidet. Im Inneren befindet sich die große Galerie, die 8,5 Meter hoch und 47 Meter lang ist. Den Bau der Pyramide leitete der Baumeister Hemiunu. An das Ende der Galerie schließt die Königsgrabkammer an, in der die Reste eines Granitsarkophages stehen. Des Weiteren existieren die sogenannten Königinnenkammer und die unterirdische erste Grabkammer. An der Ostseite der Pyramide liegen die Überreste des Totentempels und des Aufweges. Dann haben wir die mittlere Pyramide, die Chephren-Pyramide. Die mittlere der drei Pyramiden ist die des Pharao Chephren. Er regierte von etwa 2558 bis 2532 vor Christus. Die Chephren-Pyramide war ursprünglich 143,5 Meter hoch, heute hat sie eine Höhe von 136,4 Metern. Die Seitenlänge betrug 215,25 Metern. Wie auch die Cheops-Pyramide war sie komplett mit Kalksteinplatten verkleidet. Sie wirkt durch ihren etwa 10 Meter höher gelegenen Standort wegen ihrer nur geringfügig kleineren Höhe und Größe sogar größer als die Cheops-Pyramide und ihre Spitze ragt über deren Spitze hinaus, weshalb sie von Laien oft für die Cheops-Pyramide gehalten wird. Ein 400 Meter langer reliefgeschmückter Aufweg führt vom Taltempel am Sphinx-Tempel und den großen Sphinx von Gizeh vorbei bis zum Totentempel und zur Pyramide selbst. Der Taltempel ist 45 Meter mal 45 Meter groß und 18 Meter hoch. Die Eintiefungen im Alabasterfußboden zeigen den Standort von einst 32 überlebensgroßen Figuren des Pharaos an. Südlich der Pyramide stehen die Überreste einer kleinen Kultpyramide. Dann gibt es noch die kleine Pyramide Mykerinos. Die kleinste der drei Pyramiden ist die des Pharao Mykerinos. Er regierte etwa 2532 bis 2503 vor Christus. Und die Mykerinos-Pyramide war ursprünglich 65 Meter hoch, wobei sie nicht mal halb so hoch wie die beiden anderen Pyramiden ist. Die Seiten sind 102,2 Meter und 104,6 Meter lang. Der obere Teil der Pyramide war ebenso wie die Cheops-Pyramide und die Chephren-Pyramide mit Kalksteinplatten verkleidet. Die unteren 16 Lagen bestehen jedoch aus Rosengraniteinfassungen. Die zugehörigen Tal- und Totentempel sind nicht mehr vollständig erhalten. Im Museum von Kairo sind heute die Statuengruppen des Mykerinos ausgestellt, die im Taltempel gefunden wurden. Auf der Südseite stehen drei Königinnenpyramiden, von denen zwei als Stufenpyramiden ausgeführt waren. Eine Theorie besagt, dass die Pyramiden aus Furcht vor dem Kataklysmus gebaut wurden, also aus Furcht vor einer plötzlich sinnflutartigen Vernichtung der gesamten Kultur. Nach dieser Theorie haben die ÄgypterInnen ihr gesamtes naturwissenschaftliches, astronomisches und mathematisches Wissen durch den Bau der Pyramiden auf den Punkt gebracht, sozusagen als gesamtgesellschaftliches Gesellenstück für die Ewigkeit. Andere Theorien sprechen von der Geltungssucht der gottgleichen Pharaonen. Das Volk glaubte demnach, dass die Pharaonen nur dann nach ihrem Tod weiter über das Volk wachen können, wenn sie mittels Reichtümer für das Totenreich und einer geeigneten Treppe in den Aufstieg in den Himmel schaffen.
Weniger metaphysisch veranlagte ForscherInnen glauben schlicht, dass der Bau der Pyramiden eine Beschäftigungstherapie für das Volk war, das in Überschwemmungszeiten des Nils arbeitslos war. Ging man früher davon aus, dass SklavInnen für die Pyramiden unter schrecklichen Bedingungen schuften mussten, so fand man später Hinweise darauf, dass die ArbeiterInnen durchaus gut bezahlt wurden. Aber wie, und da kommen wir zum Knackpunkt dieser ganzen Pyramiden, wie wurden sie gebaut? Noch in den 1970er Jahren hielt Autor Erich von Däniken Außerirdische für die Urheber der Pyramiden. Solche pseudowissenschaftlichen Theorien hat die Forschung längst widerlegt. Trotzdem beherbergt der Wüstensand und die meterdicken Mauern der Pyramiden noch genug Geheimnisse, um Generationen von WissenschaftlerInnen zu beschäftigen. Vieles ist erstaunlich. Die Steinblöcke der Pyramide sind auf 0,2 mm genau geschlagen. Gerade mal eine Rasierklinge würde zwischen die Steinreihen passen. Die Fundamente der Pyramide weichen nur maximal 16 mm von der horizontalen ab und das bei einer unteren Kantenlänge von rund 230 Metern. Auch die rechten Winkel der Ecken lassen IngenieurInnen heutiger Zeit vor Neid erblassen. Die Winkel sind so genau geschnitten, dass man selbst mit lasergestützten Messapparaten nicht genauer arbeiten könnte. Sie sind ebenfalls genau auf die vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. Die Cheops-Pyramide ist schließlich sogar genauso weit vom Mittelpunkt der Erde entfernt wie vom nördlichsten Punkt, dem Nordpol. Die Pyramiden sind angeblich in ihrer Bauweise an den Sternen des Oriongürtels ausgerichtet. Ihre unterschiedlichen Größen und Lagen sollen exakt die drei Sterne im Orion widerspiegeln. Auch die Abstände zwischen den drei großen Kammern der Cheops-Pyramide sollen genau den Abständen zwischen der Erde, Mars und dem Asteroiden Parthenon entsprechen. Und all diese bautechnischen Meisterleistungen sollen von einem Volk stammen, das zum Zeitpunkt der Grundsteinlegung nach Meinung einiger ForscherInnen noch nicht einmal die Vorzüge des Rades kannte. Der Grund für diesen Widerspruch liegt im mangelnden Wissen über den Stand der Forschung in der Antike. Untersuchungen der ägyptischen Pyramiden jüngeren Datums lassen auf gigantischen Wissensvorsprung der ÄgypterInnen vor anderen Völkern schließen. Englische ForscherInnen entdeckten, dass die doppelte Höhe der Cheops-Pyramide zu ihrem Umfang an der Basis im gleichen Verhältnis steht wie der Kreisdurchmesser zum Kreisumfang. Leute, ich habe auch kein Wort verstanden, aber jetzt kommt die Erklärung. Das bedeutet, dass die ÄgypterInnen schon mit der Kreiszahl Pi, also das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser, gearbeitet haben. Lange bevor sie in anderen Kulturkreisen überhaupt entdeckt wurde. Also ich finde das schon wirklich mega krass. Für eine der scheinbar einfachsten Fragen haben die ForscherInnen aber bislang keine Lösung gefunden. Wie zum Teufel konnten die ÄgypterInnen die Steine transportieren und aufeinander schichten? Ich erinnere euch nochmal kurz, am Anfang habe ich erzählt, einer von diesen Steinblöcken wiegt 2,5 Tonnen. Oh mein Gott, das ist so schwer. Noch immer gibt es verschiedene Erklärungsansätze, die aber alle ihre Schwachstelle haben. Transportiert wurden die Steinblöcke wahrscheinlich auf hölzernen Schlitten. Macht Sinn. In der Wüste kann man ja auch ganz gut im Sand solche Schlitten ziehen. Das größte Problem für die ArchitektInnen der Cheops-Pyramide waren wahrscheinlich die Granitsteine für die Königskammer. Denn jeder einzelne wiegt, haltet euch fest, 50 Tonnen. Zu viel, um ihn mit ArbeiterInnen nach oben zu ziehen. Die erste Theorie geht davon aus, dass die ÄgypterInnen eine Rampe gebaut haben, die mit dem Anwachsen der Pyramide immer weiter vergrößert wurde. Über diese Rampe sollen die ArbeiterInnen die Steine auf das jeweils fertiggestellte Plateau der Pyramide gezogen haben. Das Problem in dieser Theorie ist aber, geht man bei einer Rampe von einer Steigung von ungefähr 5% aus, dann müssten sie, um die letzten Steine an die Spitze auf über 145 Meter zu platzieren, eine Länge von 3 Kilometern haben. Vor den meisten der großen ägyptischen Pyramiden war dafür kein Platz. Eine solch gigantische Rampe hätte ein Volumen von 20 Millionen Kubikmetern, fast 10-mal mehr als die Pyramide selbst. Die Cheops-Pyramide besteht aus 2,6 Millionen Steinen. Wenn man davon ausgeht, dass 20 Jahre an ihr gearbeitet wurde, dann müssten bei einem Arbeitstag von 10 Stunden knapp alle 2 Minuten ein Block angeliefert worden sein. Auch bei noch so vielen ArbeiterInnen ist dies über eine 3 Kilometer lange Rampe kaum vorstellbar.
Ein anderer populärer Erklärungsversuch beschreibt eine äußere Rampe, die sich rund um die Pyramide herumschlängelt. Ähnlich einer Wendeltreppe sozusagen an der Außenwand von der Pyramide. Auch gegen diese Theorie spricht der Faktor Zeit, denn diese Rampe wäre schon nach einigen Umrundungen der Pyramide mehrere Kilometer lang. Der Bau einer solchen Rampe würde Unmengen an Holz verschlingen und das war zu jener Zeit in Ägypten Mangelware und außerdem sehr teuer. Versuche mit einer Nachbildung der Rampe haben gezeigt, dass die schweren Blöcke nicht hätten transportiert werden können. Sollte die Theorie trotz aller Widersprüche stimmen, könnte sie nicht bewiesen werden. Die Verkleidung der Pyramide ist im Laufe der Jahrtausende gestohlen worden und damit auch die möglichen Spuren einer solchen Rampe. Sehr schade. Ich finde sowas fürchterlich. Wie kann man sowas einfach klauen? Eine andere Theorie besagt, dass die ÄgypterInnen ihre Pyramiden mit Hilfe von Maschinen, also Aufzüge, Seilwinden oder Kräne gebaut haben. Schon der griechische Historiker Herodot sprach im 15. Jahrhundert vor Christus von Maschinen. In der modernen Forschung wurde die Möglichkeit jedoch lange abgelehnt, da bei den Ausgrabungen im Umkreis der Pyramide zwar Werkstätten und Arbeitslager gefunden wurden, jedoch keine Indizien für Maschinen, die auf das Heben und Ziehen solcher Lasten getaugt hätten. Da alle anderen diskutierten Möglichkeiten ihre Erklärungsschwächen haben, glauben mittlerweile viele ArchäologInnen und IngenieurInnen an die Maschinentheorie, auch wenn sie bislang nicht bewiesen ist. Auch eine Theorie, die am Institut für Ägyptologie an der Universität Münster entwickelt wurde, lehnt Rampen als Erklärung ab. Die großen Pyramiden wie die Cheops hätten, so die Theorie, genau wie kleinere Pyramiden ursprünglich eine stufige Struktur gehabt. In diese Stufen seien kleinere Treppen gemauert worden und über diese seien die Blöcke nach oben gehebelt worden. Um eine glatte Pyramidenoberfläche zu erhalten, sei dann eine Zwischenschicht auf die Stufenstruktur aufgetragen worden, doch auch für die Theorie fehlt bislang der Beweis. Die letzte und damit auch absurdeste Theorie, und da driften wir schon, sagen wir mal so, ein bisschen in die Verschwörungstheorien, ist, dass Außerirdische die Pyramiden zur Bewachung von uns Menschen gebaut haben sollen, da bisher wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden konnte, wie genau die ÄgypterInnen damals die Pyramiden gebaut haben, sind viele der sogenannten Prähistorik angehörenden Menschen davon überzeugt, dass außerirdische Wesen bei dem Bau der Pyramiden ihre Finger im Spiel hatten. Denn anders könnten diese immensen und präzisen Bauwerke niemals errichtet worden sein. Ein wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte ist, dass es auch heute noch keine ForscherInnengruppe gelungen ist, kleinere Ausgaben der Pyramide nach althergebrachten Methoden nachzubauen. Wie soll es also in den Jahren 2620 bis 2500 vor Christus den alten ÄgypterInnen gelungen sein? Ich finde das Thema echt wirklich super, super spannend, zumal wir auch bei diesem Thema heute immer noch nicht wissen, wie zum Teufel die ÄgypterInnen diese Pyramiden damals gebaut haben und dann auch noch so perfekt, also wirklich diese Ausmessungen und Maße, dass es da zum Teil nur eine Rasierklinge durchpassen würde, die perfekte Winkligkeit, der Standort, die Pi-Geschichte, also ich weiß nicht, ich finde das so extrem spannend und irgendwo, klar, ich versuche mich einmal hineinzuversetzen, kann ich diese Verschwörungstheorie verstehen, weil ich betitel es jetzt einfach so, weil das schon sehr abstrakt ist mit den Außerirdischen, weil es gibt aktuell keine Lösung, wie Menschen das gemacht haben sollen, also muss es etwas Nichtmenschliches gewesen sein für die Leute, die diese Theorie glauben, aber ich denke mir, wofür sollen Außerirdische dreieckige oder pyramidenartige Gebäude bauen, wie wollen die uns dadurch kontrollieren oder beobachten oder was weiß ich, das finde ich irgendwie, naja, nicht sehr glaubwürdig, aber ich frage mich wirklich, wie zum Teufel ist das passiert? Wie konnten die Menschen damals, vor allem diese extrem schweren Steinblöcke, entweder 2,5 Tonnen oder auch 50 Tonnen transportieren, ohne irgendwelche Autos, Kfz, wie auch immer? Ich finde es einfach mega spannend und hoffe auch, dass dieses Rätsel noch zu meinen Lebzeiten gelöst wird. Ich finde es super spannend. Was denkt ihr, Leute, zu den Pyramiden von Gizeh? Lasst es mich gerne wissen. Und ja, nun kommen wir schon zum letzten ungelösten Rätsel. Was heißt schon? Also ich nehme, glaube ich, schon ganz schön lange auf. Und zwar Stonehenge. Stonehenge ist ein vor über 4000 Jahren in der Jungsteinzeit errichtetes und mindestens bis in die Bronzezeit genutztes Bauwerk in der Nähe von Amesbury, England. Es besteht aus 32 Steinen, die bis zu 4,8 Meter in die Höhe ragen. Sie bilden einen äußeren Steinkreis und in dessen Inneren 5 Tore. Die ältesten nachweisbaren Teile in Stonehenge stammen aus der Zeit um 3000 vor Christus, dem Ende der Steinzeit. Zu Beginn bestand die Anlage lediglich aus einer Freifläche, die von einem Wall und einem Graben umgeben war.
Erst zwischen 2400 und 2200 vor Christus wurden die Monolithen, diese riesigen Steinblöcke, aufgerichtet. Der Steinkreis hat immer wieder Rätsel aufgegeben, zu welchem Zweck wurde er errichtet und von wem und wann und wie. Trilithen. Bemerkenswert sind die sogenannten Trilithen, ein Gebilde aus drei Steinen. Sie sehen aus wie steinerne Pforten, die aus tonnenschweren Steinen errichtet wurden. Jeder senkrechte Türpfostenstein wiegt so viel wie 40 mittlere PKWs, rund 40 Tonnen, und ist über 7 Meter hoch. Man kann sich kaum vorstellen, wie diese Steine damals mit den zur Verfügung stehenden technischen Mitteln aufgestellt werden konnten, zumal sie aus einem 380 Kilometer entfernten Steinbruch stammen. Stonehenge ist gar kein Henge. Henges gibt es ausschließlich in Großbritannien. Sie sind eine spezielle Art von Erdwerk. Es sind runde oder ovale Flächen, die von einem Erdwall mit zumeist innerliegendem Graben begrenzt waren. Der Begriff Henge stammt aus dem Angelsächsischen und bezeichnet eine torartige Struktur. Da die Vertiefung im Inneren der Steinkreise ungeeignet ist für die Verteidigung, gehen ForscherInnen davon aus, dass die Steinmonumente rituellen Zwecken dienten. Stonehenge ist streng genommen gar kein Henge, denn sein Graben verläuft außerhalb des Walls. Stonehenge befand sich bis zum Jahr 1918 im Privatbesitz. Sir Cecil Shubb, der Eigentümer einer psychiatrischen Anstalt, kaufte es angeblich bei einer Auktion als Geschenk für seine Frau. Die soll jedoch wenig begeistert gewesen sein von dem Präsent und so übergab Shubb Stonehenge 3 Jahre später an den britischen Staat. Rituelle Stätte. Über die Jahrhunderte wurde fast die Hälfte des ursprünglichen Stonehenge abgetragen und als Baumaterial verwendet. Weil außerdem das Gerücht kursierte, der Zauberer Merlin habe Stonehenge aus Irland importiert, versprachen sich viele von dem Monument magische Kräfte. BesucherInnen begannen Stücke aus den Steinen zu schlagen, um mit ihnen Wunden zu heilen oder Ungeziefer zu vertreiben. Weit verbreitet ist bis heute die Annahme, dass Druiden dort ihre Rituale durchführten. Kurze Erklärung, Druiden waren eine kultische und geistige Elite in der keltischen Gesellschaft und Mythologie. Sie gelten als wichtigste Personen des Kultpersonals der keltischen Religion. Die heute vorliegenden Erkenntnisse stammen überwiegend aus römischen und mittelalterlichen christlichen Quellen. Ich persönlich dachte ehrlich gesagt, dass Druiden Außerirdische sind. Ich glaube, es gibt so ein ähnliches Wort, was irgendwas mit Weltall zu tun hat. Druiden, Androiden vielleicht? Ist das? Das Wort habe ich gerade auch im Kopf. Auf jeden Fall war ich sehr verwirrt, als ich das gelesen habe. Dachte, Außerirdische haben dort Rituale durchgeführt. Aber ja, Druiden hat was mit Religion zu tun. Die Assoziation besteht allerdings nur, weil Stonehenge als rituelle Stätte gilt und die Druiden die einzig bekannte religiöse Gruppe im prähistorischen Großbritannien waren. Bestätigen lassen sich solche Spekulationen aber nicht. Stonehenge und die Sterne. Aufgrund der Ausrichtung der Steine zum Mittsommersonnenaufgang wird Stonehenge von vielen als Kultstätte für die Sonnenanbetung betrachtet. Der US-amerikanische Astronom Gerald Hawkins verbreitete 1963 seine Theorie, Stonehenge sei ein komplexer Computer für das Vorhersagen von Mond- und Sonnenfinsternissen. Die meisten ArchäologInnen weisen derartige Annahmen zwar zurück, die UNESCO nahm Stonehenge 1986 allerdings in seine Liste der Weltkulturerbestätten auf und verwies in seiner Begründung ebenfalls auf seine noch ungeklärte astronomische Bedeutung. Alfred Watkins veröffentlichte 1921 sein Werk The Old Straight Tracks, in dem er argumentierte, Stonehenge sei auf Leylinien, auch heilige Linien genannt, erbaut. In prähistorischen Zeiten seien diese Linien zur Vermessung des Landes verwendet worden. EsoterikerInnen schlossen daraus, dass dort, wo sich die Linien kreuzen, eine besondere Energie entstünde. Immer wieder stellen ForscherInnen neue Theorien zur Bedeutung von Stonehenge auf. Erst im März 2015 mutmaßte der Brite Julian Spalding, die Steine hätten einst als Stelzen für eine runde Holzplattform gedient. Heilige seien in uralten Zeiten ausschließlich immer getragen worden, so sei es aus damaliger Sicht schlüssig, spirituelle Zeremonien ohne Bodenkontakt abzuhalten. Tatsächlich wurden die Henges wohl für Rituale und astronomische Beobachtungen genutzt. Ihre Ausrichtung ist vermutlich rein zufällig und weist eher darauf hin, dass man sich beim Aufbau an der räumlichen Beschaffenheit orientierte. Aber auch hier nach wie vor, wie genau Stonehenge erbaut wurde und welchem Zweck es diente. Also auch hier ähnlich wie die Pyramiden von Gizeh. Wie zum Teufel wurden diese schweren Steine transportiert, erbaut, ausgerichtet zu den damaligen Zeiten ohne
Kraftfahrzeuge, irgendwelche Handwerksmittel oder irgendwie, ja, Baustellenfahrzeuge, nenne ich es jetzt mal absolut laienhaft. Wie soll das gehen? Wie haben die das geschafft? Und wofür ist dieser Kreis der Steine gedacht? Also ich finde das super spannend. Bis heute, wie gerade erwähnt, nicht geklärt. Und ich hoffe auch, dass das während meiner Lebenszeit noch geklärt wird. Wobei ich sagen muss, also Stonehenge finde ich auch interessant, aber dieses Voynich-Manuskript, sorry, aber das ist super spannend. Und ich muss sagen, ich wäre auch wirklich sehr enttäuscht, wenn dieses Voynich-Manuskript wirklich nur rumgekritzelt von irgendwelchen Leuten gewesen wäre. Ich meine, auch das ist natürlich historisch interessant und relevant, aber es ist ja halt dieses Spannende, was da irgendwelche Leute vielleicht sogar vorhergesagt haben, weil man weiß es ja nicht, es ist so spannend. Und auch die Pyramiden, generell die ÄgypterInnen zu der Zeit, Junge, 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 die waren so weit mit ihrer Forschung. Ich finde das wirklich faszinierend, weil das wirklich schon so lange her ist, auch mit den ganzen Konstellationen zum Weltall und Dingen, ja, Planeten und Weltraumkörpern, keine Ahnung, auf jeden Fall Planeten und Sonne und so weiter und so fort. Super spannend. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch mitfiebern und vielleicht habt ihr eure eigenen Theorien schon entwickelt oder glaubt an bestimmte Theorien, die ich hier vorgestellt habe. Ich finde es super spannend. Und wie gesagt, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es da noch einige weitere Folgen von geben wird, weil es gibt noch so viele ungelöste Rätsel auf unserer Erde und ich finde es super spannend. Und ja, drückt mir die Daumen für meine OP nächste Woche, Leute. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, einen wunderschönen Start in den Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr tut. Und ich kann nur noch sagen, tschüss! Outtakes. Pew, 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 pew. Wie es mir geht. Die Früh. Da privater besitzt. Eines Exlibris von Bersch. Was? Sich gegründet. Hä? Die Form eines Codec. 1001. Ich habe mich einseitig besoffen. Die größte und vermutlich. Cheops. Mann. Nach dieser Theorie haben die Ägypter. Trotzdem beherbergt der Würstensand. 40 mittlere Pelkaws.